Okay, dann nächste Kampfrunde. Wir beginnen wieder mit Rafim. Ich möchte einmal angreifen und meine Ich ziehe vor. Distanzklasse. Ja, das habe ich vermutet. Ja, zumindest mit dem einen, der ist ja noch dran. Er möchte ganz gerne mit der Steinaxt zuhauen. Auf N ist er. 7, das wäre getroffen. Will er vielleicht Wucht ansagen? Ja, nächstes Mal. Ich habe wieder nicht dran gedacht. Hammer Schlag, jetzt ist es zu spät. Gut, das war der Ferkiner, das war der Ferkiner. Er möchte parieren, weil er hat eben gerade gesehen, was du mit dem anderen, mit seinem guten Freund gemacht hast. Und der andere, liegt da ja auch schon, geköpft. Dann Genau, darfst du jetzt. um 4 erschwert ist meine Attacke. Meine Distanzklasse, das habe ich ja so angesagt. Und so mache ich das auch. Soll ich direkt meine nächste Aktion hinterherballern? Hängt Ja, dran, dass du dich da warte noch jetzt mal einen Meter bewegen musst. versucht das gerade mal zu parieren. Glaube, das kannst du nicht parieren, Kann er zumindest die nicht parieren, ne? Vergrößerung Nein, deine nicht. Vergrößerung kannst du nicht parieren. Ja, gut. Verkleinerung kann man, glaube ich, schon parieren. Ja, Ja, ist und zwar richtig. unerschwert. Ich möchte ihn natürlich schlagen. Es ist um 4 erschwert, weil das meine umgewandelte Attacke ist. Und dann mache ich nochmal eine Vierer-Finte da rein. Dir zuliebe würfel ich nochmal. Mit einer Vierer Finte, hast du gesagt. Das ist aber geschafft. Was hat er denn für ein Ausweichen? Obwohl, Ausweichen dürfte nicht so schlecht sein. Ach so, er kann dich gar nicht parieren, weil du Nein, er groß müsste bist, ne? ausweichen. Aber Aber es tatsächlich, dürfte reichen. die Ferkine haben Ausweichen 2 auch. Das reicht. Genau, das dürfte reichen. Stimmt, aber muss ich darauf achten, dass du als großer Gegner wieder nicht pariert werden darfst. Dann. Aber die Pferdereiter dürfen. Weil die Pferde, also auf den Pferden sind sie auch große Gegner. Klar. Warum nicht? Nein. Nein, sind sie nicht. Sind sie nicht? Sind sie nicht. Aber der Die Kampf Pferde von. selbst sind große Gegner. Ja, gut, okay, Macht wieder keinen Sinn Serpentinio, in DSA. 16. Es hat keinen Sinn gemacht, wenn du flüstert, oh je, oh je, oh je. Weil auch er kann den Stand noch nicht sehen. Es macht halt keinen Sinn, Raphim einen großen Gegner sein zu lassen. Das erzähle ich aber schon seit Monaten. Also zumindest nicht seine Waffe dann auch als großen Gegner durchgehen zu Abelmir lassen. 21. Ja, ich würde da einen Schritt zurück tun und einen Blitz sich fit vorbereiten, sobald mehr als ein Reiter, was ich vermute vom Geräusch her, sein Kopf da im Norden um die Ecke steckt. Gut. Ja, dadurch, dass du sie jetzt aktuell noch nicht sehen kannst, kannst du ihn auch in dieser Kampfrunde nicht sprechen. Ich breite ihn nur vor. Ja, dauert ja nur eine Aktion. Dann sind die Ferkiner dran, und zwar der andere, der ist im Prinzip schon fertig, der hatte pariert. Dann sind die Pferdereiter dran. Spiel es jetzt. Jetzt sehe ich sie ja. Genau. Die versuchen es. Und Ich zum kann Glück. fortziehen. Ich bin da vor Ihnen dran. Na, nein. Bist du? Wieso? Nein, die haben Pferde-Ini. Die Oder haben du eine fast, Ini ich weiß nicht, die ob haben das. eine Ini von 29. Du Wir bist können bei die nicht sehen auf dem 21. Ini-Brett. Ich bin bei 32. Kann ich das Pferd vielleicht erschrecken, indem ich hinter der Hauswand rausspringe? Also nicht aus dem Kreis raus, sondern, keine Ahnung, mit Abrichten oder so die Tiere erschrecken. Du könntest eine konträre Abrichtenprobe gegen die Ferkiner würfeln, ja. Also sind gute Reiter, ne? Ferkiner ist halt ein Reitervolk, aber du kannst es versuchen. Also Dann wirakel ich's. ich würde einen THW von 15 ansetzen für die. Rufst du da jetzt einfach einen Buben oder was machst du? Ja, Pferde sind Fluchttiere. Es braucht nicht viel, um ein Pferd zu erschrecken. Das sind auch vermutlich auch ausgebildete Streitrösser, die dagegen relativ resistent sind. Deswegen wirakel ich's. So, der Ferkiner ist hier gegen die Häuserwand angaloppiert, lässt sein Pferd zurück, springt ab und läuft dann von hier auf Rafim zu. Der Zand springt auf diese Häuserbalustrade und taucht dann hier oben auf dem Haus. Und der andere Ferkiner prescht am Wasser entlang. Und das dann auch bleibt da. Bin ich noch auf den Flimflam fokussiert? Was, welcher der? Dieser Ferkiner hier. Ja. Ja, aber der sieht dann ja gleich, also der hört auch das Kämpfen von Rafim. Der Ja, weiß ich halt wollte nicht, dass nur, ihr da ich seid, wollte aber nur erfragt, Rafim ja. hört er auf alle Fälle. Da Okay. kommen noch 13 Punkte drauf. Auf die Abrichtenprobe. 9, 19 plus 3, dann sind wir bei 22. Doppel 1 geht immer. Ich kann mir nicht entscheiden, ob Mirakeln die beste oder die schlechteste Mechanik im ganzen Spiel ist. Das Mirakeln und das Abrichten kostet dich aber auch beide Aktionen, ne? Beziehungsweise dann.
Also sie hätte auch diese Runde mit ihren Aktionen sowieso nichts getan. Ja, gut, alles klar. Das Pferd dreht ab und reitet hier rein. Und ich habe mich mutmaßlich bewegt, weil sonst hätte das mit dem Erschrecken wahrscheinlich nicht geklappt. Korrekt. Die haben aber auch noch Bewegung. Und wenn du es jetzt erschreckt hast, dann würde ich tatsächlich... Also die verharren, ja. Machen wir so, die verharren hier. Scheuen halt einen Moment. Richtig, können dann nächste Kampfrunde angreifen. Boltax kümmert sich liebevoll um eure eigenen Tulamiden und den Reitstrauß, den Paradestrauß. Vielleicht hat da sogar irgendwie eine Herrschaft übers Tierreich gewirkt, damit die auch so ruhig bleiben. Gibt es eine Chance, dass wenigstens eines der Pferde seinen Reiter abwirft vor Schreck? Vermutlich, wenn die ihre Probe nicht schaffen. Dann würfel ich tatsächlich jetzt auch, also das war nur die Abrichtenprobe, ich würfel jetzt mal eine Reitenprobe, aber die ist halt auch gut. Und selbst wenn ich sie erschwere... Haben die vermutlich mindestens Reiterkampf, was dann an der Erschwernisse halbiert. Das ist vor allem den Kakan, da werden jetzt... Also das sind halt Ferkiner, die werden da jetzt nicht abgeschmissen, nee. Okay, dann... Fragen kostet ja nichts. Fragen kostet nichts, genau. So, dann sind die abtrünnigen Ferkiner fertig. Harley Jean, der heute wittert Blut und er dreht zumindest einmal um. Während die anderen, also Hippolyta nimmt euch auf alle Fälle zwei Ferkiner ab. Ihr wisst nicht genau, was sie da macht. Zumindest könnt ihr eine kleine Explosion hören. Die springt gleich aus dem Baum. Und aber Harley Jean will auf alle Fälle Blut. Ihr könnt ihn auch hören, während er dann auf euch zuprescht. Ich fresse eure Seelen! Irgendetwas Gewaltiges kommt auf euch zu. Ich glaube, dann kommt schon wieder die nächste Kampfrunde. Darf ich noch einen Blitzschiffen? Nein, denn die waren nach dir dran. Du musstest Guck also auf sagen, die Initiative leisten. Genau. Ja, jetzt können wir sie sehen, Frost. Jetzt konnten wir vorhin noch nicht. Nächste Kampfrunde. Raffi. Okay, vor mir stehen jetzt zwei Ferkiner, ist das korrekt? Vor dir stehen ein Verwundeter, ein Kampfunfähiger und zwei, die jetzt mit dir kämpfen wollen, ja. Möchte ich die angreifen. Wenig überrascht. Ja, stoppe ich sie vor. Mir gedacht. Der eine ist angerannt gekommen und der hat auch eine Initiative höher als du. Das heißt, er beginnt den Kampf auf N. Er kann sich das ja aussuchen. Dann würfel ich gerade mal die 2. Und die 5 ist für den linken, die 14 ist für den rechten. Die würden beide getroffen haben. Die wollen Reichweite verkürzen. Ja, der eine schon, der andere wollte erstmal nur so kämpfen. Ich habe schon wieder keine Wucht angesagt, das heißt, es ist eigentlich völlig egal, was ich für einen Schaden auswürfel. Aber ich guck mal auf die Trefferzonenwürfel. Vielleicht macht die Trefferzone ja was für mich. Das könnte natürlich sein. Das ist der Trefferzonenwürfel? Nee, keine 20 dabei. Dann ignorieren wir den Schaden. Also die treffen dich halt beide, aber es kratzt über deine Rüstung. Oh, der Zant. Ich muss gerade mal schauen. Die Zantin-Initiative... ist bei irgendwas mit 48. Ist der schon in Raserei? Der ist in Raserei. Dann ja. Und er kann halt leider keinen angreifen, außer Raffin. Außerdem bin ich Geweihter, also ich müsste das Vieh eigentlich auch anlocken. Richtig, du bist Chorgeweihter, also sowas wie die Gegendomäne, wenn man fast möchte, und dann springt er dir in den Rücken. Vor allen Dingen mit frischer Liturgie. Ich müsste eigentlich gerade leuchten. Ja. Zumindest in seinen Augen. Er springt dir in den Rücken. Von hinten ist eine Erleichterung um 5 Punkte. Korrekt. Ich kann nicht parieren. Mit der Pranke, dann mache ich eine Wuchtpranke 5. Das ist nur ein Zahn, der muss erstmal treffen. Oh, das sieht bad Junge. Aus. Ich habe keinen Schicksalspunkt. Was ist denn Zahns denn so scheiße? Weil Zanten so wie alle Dämonen Tiereigenschaften haben und Tiere halt schlecht im Attackieren sind. Der Zant hat keinen Schicksalspunkt, das heißt, er kommt von hinten auf dich zu und ja, seine Pranke verfängt sich wohl, also er trifft dich am Rücken und verhängt sich dann wohl oder verheddert sich dann wohl in deine geweihten Rüstung. Ist kurz irritiert und zieht dann seinen säuretriefenden Arm wieder zurück. Jetzt bist du dran, Raffim. Ja. Nicht den Sand. Ich möchte erstmal die Ferkiner töten, weil die gucken mir ja gerade ins Gesicht. Außerdem habe ich meine Aktion schon angesagt, ich muss die eh angreifen. Richtig. Also, sehr gut. Ist eh wurscht, was ich machen will. Ja. Ich muss die angreifen. Dem Fakt geschuldet, dass jemand hinter mir steht, macht es für mich keinen Sinn mehr, dass ich nach hinten gehen kann. Deswegen muss ich die jetzt mit der Erschwernis angreifen. Überzahl 3 Leute. Also Leute in Anführungsstrichen. Was macht das für eine Erschwernis? Das weiß ich nicht. Ja, ich glaube, im Angriff macht das gar nichts. Das macht nicht das Parieren leichter und die das Parieren schwerer. Genau. Also die kriegen eine 2er Erleichterung aus Parieren. Ich möchte erstmal 2 normale Angriffe in deren Richtung schlagen. Ja.
erste wäre getroffen. Ja, ich überlege gerade, der hatte sogar, die hatten beide noch Paraden. Die haben beide noch Paraden, das ist korrekt. Das würde sogar gelungen sein. Hattest du gefintet? Nee, hatte ich nicht. Gut. Aber das ist eine Titaniumwaffe, ne? Gegen Steinäxte. Ich würfel da mal. Die können doch nicht parieren, die müssen ausweichen. Richtig. Siehst so, du, denkst du, dann ist die 13 nicht getroffen. Also dann ist die 13 nicht ausgewichen. Okay, dann kriegt der Mann Schaden. Ich würde einfach von links nach rechts zählen, deswegen würde ich jetzt den treffen, den ich noch nicht getroffen hatte. Der Schildarm 20. 20 minus 5 minus 3 sind 17. Okay, dann bist du fertig und wir gehen auf die nächste Initiative. Serpentilio. Serpentilio, jetzt wo der Zahn da oben runterspringt, hebt seinen Stab hoch, atmet eine Sekunde lang durch und ruft ihn dann zu. Zand, höre deinen wahren Namen und erkenne deinen wahren Meister. Ich versuche, das war zu Tulamilis, sorry. Jedenfalls, und ich versuche, die Kontrolle zu übernehmen. Ich muss dann dafür innerhalb von 13 Schritt zu ihm sein. Bist du? Dies dauert 2 Aktionen, nämlich die Hälfte seiner Beschwörungsschwierigkeit, was 3 sind. Also bequem diese Kampfrunde, kein Problem, er macht ja auch nichts mehr. Jetzt sofort bemerken sowohl er als auch sein Beschwörer, dass dies passiert. Aber wir können auch dagegen nichts mehr machen. Ja, er hat keinen Beschwörer. Also Harley Jean ist nicht der Beschwörer, er kontrolliert ihn. Okay, in dem Falle weise ich darauf hin, dass ich die Sonderfertigkeit Zwangskontrolle habe und ihn trotzdem übernehmen kann. Erstmal würfel ich jetzt eine Kontrollprobe gegen ihn. Diese ist erleichtert wie folgt. Das Wandschwert gibt mir hierbei sogar 2 Punkte statt dem üblichen einen. Ich laufe tatsächlich immer noch in der schwarzen Robe rum, die Tulamin mir geschenkt hat, weil wir in Elbe rum waren. Entsprechend setze ich das als halbes Beschwörergewand, also die minus 1 an. Ich würde jetzt kein volles sein für die minus 2. Ich habe das Arcanum gelesen, ich habe den Codex Daimonis gelesen, ich habe Fragmente des Daimonicon gelesen, ich habe die Philosophia Magica gelesen und sie akzeptiert. Wie lange dauert die Übernahme? 2 Aktionen. 2 Aktionen? Ja. Also da kann, glaube ich, niemand mehr was gegen tun. Außer es fällt jetzt ein Stein vom Himmel. Denn der Zahn hat ja schon agiert. Der Armboss. Und ich bin affin zu Dämonen, was hier wichtig ist für einen dann Gesamterleichterung von 7 Punkten. Inklusive der 3 Erschwernis, die der Zahn mit sich bringt. Ja, das heißt, du würfelst einen W20? Genau, ich würfel gegen meinen Grundkontrollwert von 17 plus nochmal Mut von 17 plus 15 Charisma plus 17 Klugheit. Das sind über 17. Plus den Fertigkeitswert in Vocatius ist 88 durch 5 sind 18 sogar. Und, Du würfelst gegen die 18. 18 erschwert mit einer 6er Erleichterung. Mit einer 7er Erleichterung. Okay, erschwert um die Magieresistenz vom Zand oder die Beschwörungsschwierigkeit vom Zand? Ich hab's dir fertig gerechnet. Die Beschwörungsschwierigkeit habe ich schon eingerechnet in der 7er Erleichterung. Genau. Und dann eben die Erleichterung, die du da hast. Genau, dies ist mit 13 dann gelungen. Wenn er keinen Beschwörer hat, würfelt er selbst dagegen. Wenn er keinen Beschwörer hat, muss ich eine Erschwernis packen. Von, zählt er als Geist oder als Genius? Um mal Myrbanotherma anzuwenden. Wahrscheinlich Genius, oder? Er ist ein Niederer, ich würde Geist sagen. Ist ein Niederer, okay, dann ist er ein Geist. Dann gegen die 10. Das schaffe ich also. Okay. Und damit habe ich am Ende dieser Kampfrunde den Zand übernommen. Alle noch freien Dienste, die er hat, gehören dann mir. Kampf. Er ist ein Zand, er hat Kampf. Nicht alle Dienste, die er ausführen kann, sondern alle Dienste, die noch nicht eingelöst wurden. Okay, Abelmir, 21. Jetzt will ich endlich mal den Blitz, ich finde, gegen die 3 Leute anwenden. Ich rufe mal plus 3, erstmal Magirus kenne ich nicht. Ich rufe einfach mal. Magirus sind das von Pferden? Oder auf wen blitzt du? Auf die 3 Typen. Achso. Wen blitzt? Ist da Shortin dabei? Ich guck gerade mal. Die 3, die da stehen da. Larandides, Barabbas und ein abtrünniger Ferkiner. Okay, du hast Glück, dass du nicht Dachshordin geblitzt hast, weil das ist ein ehemaliger Drakoniter. Der hätte dann halt eine hohe MR. Bleib jetzt überhaupt, ob noch ZFP übrig bei den Beschissungsprobe? Jetzt muss ich gerade gucken, ob die Ferkiner eine 5er MR haben. Bestimmt.
Bei uns ist es egal, wenn dann die... Dann ist vielleicht plus, mit plus minus 1 oder so. Ist ja, egal. Dann haben die einen Punkt Attacke, Parade, Basisverlust irgendwie. Und nein, ja. Du gehst ja vom, nicht von deinen erwürfelten Punkten aus, sondern von deinem Talentwert. Das macht den Blitz, ich finde, doch so broken. Nein, es steht hier bei ZFB-Punkt, steht hier auf Abzug auf Attacke, Parade. Ja, aber es geht nur den Inni-Abzug. Ich ja, sehe das krass. Ja, gut, aber ein Punkt ist egal. Also. Gut, dann verlieren die vielleicht Inni von 60 Punkten, aber ist scheißegal. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Das werde ich jetzt tatsächlich dir zuliebe mal einmal recherchieren, ob die Horde des Häuters, Mut 16, wo ist denn die MR? MR8 haben die. Krass. Ich weiß nicht, warum die MR8 haben, aber okay, nehmen wir so. Weil Harley Jean nur die härtesten Typen auswählen. Ja, dann versuchst du die Matrix vor deinem Auge zu öffnen. Du schickst ihnen den Blitz entgegen. Und merkst wohl, dass du an ihrer Magieresistenz hängen bleibst. Und dann preschen sie auf dich zu. Und damit auch auf den Schutzkreis. Laranides greift dich an und... Ich habe gegen Schutz gegen Dämonen. Also sind es Dämonen oder? Das sind Ferkiner. Ah, alles klar. Aber die Pferde auf den Dämonen. Also. Nein, das sind ganz normale Thulamiden. Das sind normale Pferde. Aber ich würde mich hier nicht überreiten lassen. Gegenhalten! Also, gegenhalten! Ja, aber nicht das Pferd, sondern den Reiter. Geht das denn? Du kannst meinetwegen auch den Reiter gegenhalten, ja. Also ein gezielter, wenn du nicht das Pferd, sondern wenn du den Reiter angreifen willst, ist es ein Angriff plus 3. Steht so im WDS. Okay, dann eine Aktion. Ich aktiviere mein Artefakt. Also Zulamin fasst nach der Rosenbrosche. Es ist Ressort für Kraftfließe. Mhm. Und greift dann den rechten Reiter an, der ist näher an ihr dran, beziehungsweise ja, das ist auch der, der sich angreift. Okay, ich würfel erst einmal meine zwei Angriffe und die sind aktuell noch auf den Pferden. Das heißt, sie kämpfen mit Wurfspeeren, die sie euch entgegenrecken. Das ist anderer Schaden und anderer Angriff. Aber das wäre gelungen. Sowohl gegen Abelmir als auch gegen Sulamin. Bekomme ich eine Schwerte zum, als Fußkämpfer gegen Reiterkämpfer? Ja, ich glaube 3. Nicht allgemein. Brauche einen Moment, um das zu berechnen. Könnte das aber besser wissen. Es sind 3 Punkte für Fußkämpfer gegen Meritner. Und die Reiter kriegen eben so eine 3 Erleichterung, wenn sie euch angreifen möchten. Genau, richtig. Also, meine Ini steigt nochmal um 8. Das habe ich gerade rausgefunden. Damit bin ich auf der 40. Und ja, da ich gesagt habe, ich halte den gegen, würfle ich auch einen Angriff. Gegenhalten ist plus 4. Ja, das ist richtig. Und hast du eigentlich einen Waffenmeister für? Ja, ich habe einen Waffenmeister, aber der modifiziert diese Erschwernis nicht. Gut, dann müssen wir mit der Innie rumtun, richtig? Jetzt müssen wir die Differenzen vergleichen auch, ne? Genau, also die Innie-Differenz zum Gegner. Moment, ich muss immer hin und her springen. Zum Glück ist der Gegner gerade 16 Punkte weit runter geblieben. Ah, ne, der ist nicht durchgegangen. Nein. Das ist ja jetzt echt praktisch geworden. Also du bist bei der 40 und sie sind bei der 29, sind nur 11 Punkte. Das ist nicht so viel. Also sollte man meinen, dafür, dass du auf der 40 bist. Okay, ja, das sind auch die 7 gewürfelt. Das sind 11, aber die 7 ist gut gewürfelt. Das heißt. Deine hat die 5, glaube ich. Ja, deine hat die 5 gewürfelt. Auf die 18 sind 13 Punkte, die ich habe. Und ich habe den Reiterbonus von 3 und du hast den Reiter minus von 3. Okay, dann. Wir hatten 11 Punkte Differenz. Dann ziehen wir dadurch die 3 ab. Dann sind von daher 8. Mein Attackewert ist 23, es sei denn, da hat sich durch den Acceleratus was getan. Du kriegst eine 2 Erleichterung. Hey Boys, ich schreibe jetzt mit. Von Anfang an. Jungs, ich höre euch einmal nicht zu. Also, was hat er gewürfelt? Also, er hat eine 5 gewürfelt. Er hat eine 5 gewürfelt auf die 18. Die Differenz sind 13. Punkte hat er gemacht. Er bekommt plus 3, dann ist er bei der 16. Das sind seine Punkte, er hat 16. So, okay, Zulamin. Zulamin startet mit 11. 11 durch der Ini, minus 3, dann ist sie bei der 8.
Und deine Differenz vom Säbel ist 12 Punkte, ne? Er hat 16, Zulamin hat 9, das bringt uns runter auf die 7. Zulamin hat 8. Dann jetzt noch die Inni-Differenz. 11. Die dann gewinnt sie. Dann mit gewinnt sie. Ja. 16 zu 8. Gewinnt sie mit 2 Punkten. Genau. Gut. Auch gar nicht so schwer. Gar nicht so schwer. Dann gewinnst du das Gegenhalten, er macht halben Schaden. Viertelten. Geviertelten, weil das dein Gegenhalten Waffenmeister war, ne? Genau. Und, wenn dies ein Sturmangriff war, bekommt im Übrigen eher den Sturmangriffsschaden. Das waren... Ja, im Prinzip wäre es das ja. Okay, dann kriegt er nämlich plus 4 plus die halbe Geschwindigkeit des Pferdes, was, ich glaube, normaler Seitwert hat eine GS von 12 oder so oder 15. Könnte gut sein, ja. Die bekommt Abel mir aber auch gleich nochmal. Ja, würde sich drüber freuen. Also, der Schaden war, also vom Reiter, vom Reiterkampf, die Geschwindigkeit... Die halbe Geschwindigkeit vom Sturmangriff immer und 4. Und 4 sind 10 Punkte. Dann bekommt Barabbas. Plus die 9 von mir, also 19. Das sind Verkina-Pony? Das sind Tulamite. Okay. So, und gegen Abelmir habe ich wie gesagt auch getroffen. Moment, ich hatte davor gesagt, zieh mich einen Schritt zurück. Das beinhaltet hoffentlich mein Verständnis nach, dass ich mir hier Heusäcke verziehe und ich da niedergeritten werde. Kannst du deinen Token ziehen? Hatte ich. Und ich stehe hier. Ich glaube aber, da ist aber keine Ecke. Ich glaube, das ist halt einfach Schutt und über Schutt springt das Pferd halt einfach drüber und. Wie lange hast du denn gezaubert? Eine Aktion? Eine Aktion, ja. Ja, dann kannst du dich noch bewegen. Aber er kann halt auch weiter reinreiten, ne? Und ich hatte seinen Parade gewürfelt, also. Denk an Bremswege. Er kann weiter reinreiten. Aber wenn du da in der Ecke stehst, ja, sorry, dann reitet er vorbei, gibt dir einen mit dem Säbel mit und steht dann im Kreis. Genau, ich hatte Parade nur zumal geschafft, also insofern. Gut, dann stehst du da und er reitet weiter rein und steht dann hier. Okay. Dann wird tatsächlich aber auch Hassan mal das tun, was wofür er da ist. Ich muss gerade mal. Arme verschrecken und sagen? Nee. Sicher? Dann geht der jetzt auch in den Kampf und hilft Zulamin. Greift dann natürlich auch nur den Reiter Barabbas an. Der hat zwar schon 19 Schaden. Ja, Kelbara wird natürlich auch Dinge tun und legt ihren Arm an und schießt jetzt eine Flammenlanze auf Laranides. Gut. Dann haben wir Abelmir, dann haben wir die abtrünnigen Ferkiner. Die haben schon gegen Rafim gewürfelt. Halijin, der heute ist noch dran. Der kommt weiter angeprescht, dreht sein Pferd und steht jetzt hier. Dann Zulamin hat angegriffen und dann ist eigentlich die nächste Kampfrunde dran, ne? Zulamin hat verteidigt. Hat sie noch eine Aktion? Zulamin hat gegengehalten. Ich habe noch eine Aktion. Mhm. Dann. Kelbaras Flammenlanze war schon? Kelbaras Flammenlanze war von hier auf ihn. Okay, und das hat ihn nicht runtergeholt. Das muss ich jetzt mal. Oh, was macht Kelbara? 3, 4 wie 6. Kann ich. 15. Kann ich ihr vorher irgendwie. Sie vorher irgendwie angerempelt haben? Warum? Damit sie die Konzentration verliert. Nee, sie ist gut genug. Der Reiter wirft aber eine Selbstbeherrschungsprobe und er steht zwar in Flammen, also er brennt regeltechnisch, aber... Er verliert vor allem einen Punkt Rüstschutz. Ja, richtig, werde ich nachhalten. Aber er ist weiter auf dem... Was ist mit seinem Pferd? Ist sein Pferd vielleicht irritiert irgendwie durch die Flammenlanze? Moment, ich mach den Zustand trotzdem mal weg. Nee, er hat Reiterkampf und das Pferd ist gut dressiert. Also die kämpfen halt ständig. Auch an der Seite von einem Zand. Okay. Wie gesagt, Ratterkampf halbiert und wenn der Kriegsratter rein hat, viertelt das irgendwann an der Schwernis. Zulamin hat noch eine Aktion. Ja, genau, dann mache ich noch einen Angriff, einen fairer Wuchtschlag auf ihn. Auf welchen? Den? Auf den? Laranides, der steht ja mehr oder weniger vor mir. Genau, der ist jetzt an der Seite aufgetaucht und er hat das Pentagramm hat er kaputt gemacht. Das heißt, der Zand kann jetzt angreifen. Nein, kann er nicht. Er könnte.
Er könnte. Ich habe gehört, dass Serpentilio Dinge tut. Also der hat das ja mit lauter Stimme gerufen, also hoffe ich einfach, dass er die Lage in Griff ja, hat. Ja, das stimmt. Das hat er tatsächlich laut gerufen, das heißt, ihr wisst, dass er eventuell Recht haben könnte. Okay, eventuell. Ja, kannst einfach in seine Seite angreifen. Minus 3. Also minus 3 für in der Seite und plus 3 für er ist auf dem Pferd, das heißt plus minus 0. Plus minus 0, okay, dann mit der 4er Ansage.